Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen. Herzlich willkommen aus, mit der nächsten Session. Herzlich willkommen zum Qualifikationstraining aus Großbritannien. Gehen wir rein. Nee? So, ich erwarte natürlich wieder die wildesten Wechseleien im, nach dem Rennen. Schauen wir mal, was passieren wird. Wir sehen uns frühestens nächste Woche. Das hätte ich dazu qualifizieren. Wieder einmal befinden wir uns in Silverstone, wo uns heute hoffentlich ein spannendes Rennen um die Pole Position erwartet. In den letzten Jahren gab es viel Gerede um den Reifenverschleiß. Einige meinten, dieser wäre hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen, oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Ja, wie wir das gerade gesehen haben, ist bei Magnussen der Helm nicht angepasst. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie ruhig ein bisschen Platz machen können, dass sie die Helme noch anpassen. Aber ich komme jetzt ja immer mit dem Update. Na ja, gut, wie immer soll, wir sind in Silverstone und gehen rein ins Qualifikationstraining, liebe Leute. In das erste, in das kurze Qualifikationstraining. Wollen ja ein bis zwei Versuche starten. Vielleicht können wir ja wieder eine Pole holen. Lucy. Da zieht er mir ja gerade ganz schön den Wagen weg. Auch selten, dass ein Rennwochenende aus Großbritannien trocken ist. Ich glaube, so viele Regenrennen hat man noch gar nicht. Ich habe gar keins, wenn ich ehrlich bin. So, mal gucken, was jetzt das nächste. Was jetzt abgeht. Da ist ein Auto zumindest schon mal draußen. Das dürften für den Fabian Toro Rosso sein. Das ist meine Vermutung zumindest. Und Sergio Perez packt mit der Zeit eine. Packt eine schnelle Runde hin. Die momentan schnellste, ich weiß noch nicht, wie die Zwischenzeiten jetzt sind. Seit der zweite Sektor 1:07:06, also das ist gar nicht mal so eine schlechte Zwischenzeit. Ich glaube, die sind hier auch gefahren, ungefähr die Zeiten. Ja, wir sind aber schneller. Wir sind jetzt 1:07:09 gefahren, also knapp 1:07. Knapp drunter. Und die aktuelle schnellste Zeit fährt Lukas Weber an 32:02. Das ist nicht gerade so langsam. Pierre Gasly als 31:06, der ist es übrigens. Und da sind wir eine halbe Sekunde dahinter. Der Gasly nimmt mal eben kurz die halbe Sekunde weg. Das heißt, wir müssen noch mal eine Zeit sitzen. Da müssen wir noch mal eine Zeit sitzen, liebe Leute, den zweiten Versuch. Sektor 1, schneller. Also perfekt war die Runde nicht. Ich hätte gedacht, wir wären schneller gewesen. Also wird das nochmal ein Versuch sein müssen.
Ist aber nicht weiter tragisch. Den ersten Satz Rot kann ich verheizen, den zweiten eher nicht so. Den zweiten wollen wir nochmal. Wenn wir den aber nicht brauchen, geht's noch. So, Gäste geht in die Box, das heißt, der steht uns schon mal nicht mehr im Weg. So, das war der Plan. Das war der Plan. Schnell den Wechsel zu ziehen. Aber trotzdem nur auf 2 zu stehen, weil Hamilton auf einmal so knapp vorne ist. Also müssen wir am letzten Versuch nochmal was setzen. Wissen ja, neues Getriebe. So, damit dürfte da auch ein Deck mit dir von der Pole sein. Also der Plan, Pole zu holen, ist kaputt. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden auf jeden Fall eine ordentliche Zeit eine Gewinnstrafe bekommen, damit bei der Training das Qualifying von uns beendet ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Da werden wir wahrscheinlich noch mal einige Zeiten putzeln. Da wird ein Vettel noch schneller werden. Ich vermute noch mal, ein Leclerc wird vielleicht noch mal einen Satz ziehen, einen frischen. Also die werden alle mit der Steuerung sein. Ich vermute Gasly, Bottas, das wird alles schwierig werden. Ich vermute, dass wir irgendwo bei 6, 7 sind. Und dann ist die Zeitstrafe noch ordentlich zeitlich. Also ich glaube, den Sieg können wir gerade, oder den möglichen Sieg können wir tatsächlich hier ad acta legen. Kommt mal vor, wie wir beim Rennen morgen durchkommen. Aber ich muss es machen, wenn wir schon... Naja, schauen wir mal. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. Gut. So blöd. Ja gut, aber es muss halt sein, bevor das Getriebe komplett weg ist. Wie gesagt, 7 Minuten. Remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. Yeah.
leider haben wir es, wie gesagt, schon verkackt. Aber ist okay. Passt dann einfach so. Wir müssen uns morgen das Beste draus machen. Und so haben wir kein langweiliges Rennen. Wir müssen leider abwarten jetzt, was Sache ist. We're 18th in the speed trap, 315.1 kilometers per hour. Vier Minuten noch. Wir haben jetzt einzigen zweiten Versuch geschafft, also zumindest die Gasly-Zeit zu knacken. Aber uns sind quasi das ganze Feld auf dem Fersen. Also es wird wahrscheinlich eng werden. Ich weiß nicht, ob Gasly und Leclerc nochmal so nachlegen können, dass sie uns packen können. Mit ein bisschen Glück, also ich vermute, werden wir irgendwo bei 3 liegen. Ich vermute aber, dass wir irgendwo bei 6, 7 am Ende werden. Weber und Sainz werden es wahrscheinlich nicht knacken können, aber die anderen werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Die Ferrari, die Mercedes und die Red Bull. Ich glaube, da irgendwo dahinter werden wir landen und dann hat sich so eine Megastrafe haben. Wie gesagt, wir haben noch 3 Minuten 43 als Zeit und wir haben verlieren sind 3 Sekunden, hätten wir noch Zeit, um rauszufahren und die Runde zu entfahren. Schaffen wir nicht. Punkt. Ja, wir hauen ein zweites Getriebe direkt beim Training auch rein, wenn ich ehrlich bin. So haben wir zumindest komplett neu. Ist immer nee, egal. Beide Getriebe stehen. Und wir gehen mal auf die Zwischenzeiten. Was fährt unser Teamkollege überhaupt auf der Strecke? Ja, fährt er. Momentan liegt er auf Platz 20. Ich glaube, so wirklich weiter noch nicht nach vorne kommen. Na, auf 19, Entschuldigung. 20 ist die WM-Platzierung. So, wir haben noch 2 Minuten 44. Wie gesagt, wir müssen zugucken. Weil ich jetzt die Zeit genutzt habe, das zweite Getriebe fürs Training auch noch rauszupacken. Weil, wenn ich ehrlich bin, die Zeit ist eh durch. Jacke, die Hose, scheiß drauf. Noch anderthalb Minütchen. Lass die Zeit jetzt einfach runterlaufen. Ich glaube, von der Zeit her wird es egal sein. Wir sind immer noch Zweiter. Hätte ich gedacht. Per Gasly wird es zumindest nicht knacken können. Den sind wir schon mal los. Aber ich glaube, da wird noch eine Zeit kommen. Hamilton vorne. Der hat auf jeden Fall die Pole. Das ist natürlich für uns
Bitter für seine Fans ist das natürlich super, weil als Engländer in Großbritannien vorne zu stehen, super. Aber für uns ist das quasi so ein Nackenschlag. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung tatsächlich nach dem Training, wo ich, dass ich vorne bin, dabei bin. Aber dann hat sich das Getriebe verabschiedet. Wir müssen nur das Getriebe einbauen, bevor ich im Rennen wirklich so ein Problem habe. Oder beziehungsweise so ein Barco reloaded habe. Das wollte ich eigentlich tatsächlich vermeiden. Dementsprechend die Strafe. Ich hätte gehofft, dass das Getriebe das Rennen noch hält, weil dann hätten wir es nämlich ohne Strafe austauschen können. Aber das Thema hat sich ja jetzt nun erledigt. So, 30 Sekunden noch ungefähr. Noch 10. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Sebastian Vettel. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, am Ende sind wir Platz 4 und halt die Grillstrafe dabei. Wer weiß, wie weit die ausfällt. Wenn wir Glück haben, wenn wir auf 5 Plätze, wenn wir auf 9. Das wäre so halbwegs in Ordnung. Aber ich vermute, dass das eine 10 Plätze Strafe wird. Ich weiß nämlich nicht tatsächlich nicht mehr, wie hoch die Getriebewechsel, für die Strafe und die Getriebe sind. Wir werden es morgen auf jeden Fall in der Startaufstellung sehen. Ich kann es jetzt noch nicht merken. Also wie gesagt, 4. sind wir geworden. Wir werden auf jeden Fall eine Strafe bekommen. Ich vermute, dass es entweder 5 oder 10 Plätze wird. Ich glaube, es sind 10. Dann sind wir bei 14. Und dann hoffen wir mal, dass wir ähnlich wie zum Beispiel in Spanien, wo wir wirklich von 14 auf 10 gefahren sind, noch ein Pünktchen mitnehmen. Aber wie gesagt, das wird noch nicht. Keine Garantie. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich guck mal gerade, wie meine Rivalität aussieht. Fahrerprofil. Ich würde gerne meinen. Aha. Das war der Plan. Rivalen auswählen. Wie nehmen wir denn das Rivale? Ricciardo mal als Rival. Mal jemand anders. Gut, den nächsten Teil sehen wir uns dann im nächsten Part aus. Was hat er jetzt geschrieben nochmal? Wo das Feld dann natürlich runde das Feld. Ja, ist klar. Von dem Platz aus. Naja, wie dem auch sei. Von wo am Ende starten, das werden wir dann morgen sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Das war das Qualifying. Bis morgen. Tschüss.